Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord, unserer zweiten Staffel mit der bereits 102. Folge. Richtig? Richtig. Heute vorproduziert am 26.01.2021 und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Kavesum, denn der liebe Kavesum hat nicht nur in den Livestreams auch für die eine oder andere Unterhaltung gesorgt, sondern er hat auch am 18.02.2020 sein Abo dagelassen. Herzlichen Dank dafür und du warst Herz Nummer 161. Und die Version 1.5.6 spielen wir ebenso die Version 1.5.5 von der Rassgemüt Deutschmod. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Mann, ich muss mir das endlich mal angewöhnen, dass ich das anders moderiere. Auf jeden Fall hat er jetzt den Timer erstartet. Und ich wurde über die Kommentare gefragt in einem älteren Video, glaube ich noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, Quatsch, das war ein neueres Video, aber derjenige, der es sich angeguckt hat, der ist eigentlich gerade noch aktuell bei einem älteren Video von dieser Staffel. Und ich zeige es gerne auch nochmal, wie bekomme ich meine Begleiter in eine andere Gruppe zugewiesen, so dass sie jetzt nicht immer wieder am Schildwall stehen. Da ich das jetzt wieder ein bisschen anders mache, denn wir haben es jetzt erlebt, die Begleiter sterben doch nicht mehr. Es können halt nur noch unter gewissen Umständen Lords und Ladies sterben, obwohl ich das auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich würde jetzt sehr gerne das mal so machen, dass meine Begleiter, die grundsätzlich ja alle beritten sind, ich glaube sogar er, ja, sogar mein Bruder, die würde ich jetzt gerne in die normale Kavallerie stecken. So, wir gucken mal hier in die Kavallerie rein. Die stecken hier in der Formation 3. Also gehe ich jetzt auf meine Begleiter drauf. Leider geht es nur bei ihrem einzelnen Begleiter. Zack, 3. Easy peasy. Und das heißt, Nozon zum Beispiel und Lulia, wenn ich die jetzt auch so umstelle, die wird dann jetzt, wenn ich auf Fertig geklickt habe und nicht auf Abbrechen, das habe ich mich ein paar Mal selber verkackt in der ersten Staffel, werden die immer bei der normalen Kavallerie mitreiten. Da ich sowieso auf die aufpasse wie ein Schoßhund, manchmal nicht immer, aber manchmal passe ich auf die auf, wie ein Schlosshund, nicht wie ein Schoßhund. Ah, schön. Ist die Wahrscheinlichkeit schon etwas höher, dass die besser überleben. Vor allem jetzt haben sie auch eine entsprechende Leibgarde, sage ich jetzt mal. Ich ziehe mir jetzt auch die eigene Kavallerie nach oben. Das macht einfach mehr Sinn, finde ich. So, zack. Und dazu auch noch die sturgischen Räuber, denn die wären ja zur Kavallerie. So. Ist doch ein Deal, würde ich sagen. Dann macht gleich noch diejenigen zu stehen, was auch sehr gut passt. Ja, passt. Gut, was wollte ich doch machen? Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, ehrlich gesagt, weil ich habe gerade noch ein Video für die Entwickler aufgenommen. Habe jetzt endlich mal das gemeldet wegen der doppelten Anzeige der Rekruten, die hinzukommen würden. Also, wenn man nur zwei rekrutieren möchte, steht auf einmal 10 da. Habe das mich jetzt auch auf einem anderen Kanal gesehen, der nicht die Deutschmod benutzt. Was habe ich noch? Dann noch die Sache, ganz wichtig, witzig. Wir haben ja jetzt endlich den Waffenstillstand mit Batania. Aber Walischin nicht. Dem ist real. Der macht weiter. Ja, das habe ich Ihnen jetzt nochmal gezeigt. Auch ein extra Savegame angelegt. Und dann war irgendwie noch eine Sache, die ich gezeigt habe. Ich habe schon wieder vergessen. Gut, aber auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sehr gerne, wenn wir schon hier unter Mühe und Blut Nevians erobert haben, erstens da mal ein kleines bisschen übernachten, damit unsere Verwundeten sich erholen und ich selber auch ein bisschen wieder heilen kann. Vor Ort haben wir ja den Heilungsratenbonus, wenn wir vor Ort sind. Wir können mal hier rauf gucken. Steht das hier mit drinne? Chirurgievorteile plus 9,1. Das ist also kumuliert dargestellt. Okay. Ja, finde ich gut. Achso, und dann nochmal plus 8 war in Siedlung. Ah, alles klar. So, die 91 Moral wird uns nochmal ein paar schöne Erfahrungspunkte bringen für unsere Leute. Und ich würde aber vorher gerne mal gucken, bei diesem Herrn Dagunik, der hier bei mir einfach so in meiner Halle sitzt, die ich erobert habe. Erstens, was der sich erdreistet. Meine, hab ich erobert? Der hat die Verlies abzuhauen. Und zweitens dachte ich mir, okay, wenn er da nicht abhaut, vielleicht ist er ein Geächteter, der Vlandianer. Vielleicht hat er kein Zuhause in Vlandia. Du siehst überhaupt nicht so aus wie auf deinem Porträt, mein Lieber. Ach nee, ist mein Bruder. Entschuldigung. Wo geht's denn da hin? Oh. Cool. Ja, mit dir möchte ich sprechen. Ist schon eine Weile her. Ach, wir kennen uns? Minus 15. Oh ja, wir kennen uns. ich würde gerne was mit dir besprechen. Was genau schlagt ihr vor? Dein Lehnsherr ist blöd. Sie sollten dieses Thema mit meinem Vater Berikan besprechen, der für unsere Familie spricht. Ach, stimmt, es geht ja immer bloß mit den Clan-Oberhäuptern. Alles klar. Und da frage ich mich und sowohl euch jetzt, weil ich weiß das wirklich nicht, ich habe es noch nicht rausgefunden,
Hat das einen Einfluss, wenn dieser Vater hier, dieser Berikan, wenn der eine sehr gute Meinung von mir hat, wenn wir einen hohen Beziehungsstatus haben, hat das einen positiven Einfluss auf die Entscheidung, dass ich den dann in unsere Fraktion holen könnte? Wie würde ich das schon cool finden? Ich glaube, das war auch ein Warband so, aber ich will mich da nicht festlegen, weil es ist ein paar Jährchen her, dass ich das gespielt habe. Oh Gott, da kriegt's ja einen Drehwurm hier! Und dann geht's hier nicht mal irgendwie weiter? Mann. Ach Gott. Hilfe. Boah. Erstmal so eine richtig schöne Karussellanlage auf einen späten Abend auf nüchternen Magen ist wunderbar. Da freut sich jeder Magen. So, hier haben wir Vorratskammer, Waffenkammer, Vorratskammer und wie so eine Mischung aus beidem. Ich habe ja schon ein paar Mal jetzt angekündigt in den letzten Folgen, ich würde das schon gerne so machen, dass man sich auch mal ein bisschen die Ortschaften anguckt. Wenigstens immer so schrittchenweise, denn ich finde, hier steckt verdammt viel Arbeit hinter. Ach, das ist eine Wachkammer, ist das hier. Die halten sich die Wachen dann immer auf zu bestimmten Anlässen, schrägstrich in der Nacht. Aber anscheinend auch ein Schreiber, Magistrat, Künstler und wie sowas in dem Dreh. Also, und jemand führt dann noch sein Hobby aus. Oder dunkle Künste, wer weiß. Okay. Ich finde es schön gemacht. Ich finde es auch sehr schön dargestellt. Ketten? Nee, Seile. Achso, damit der Wachs da kontrolliert runterlaufen kann? Nee, auch nicht, weil die Kerzen stehen woanders. Keine Ahnung, halten wir uns jetzt nicht ewig lange dran auf. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen übernachten. Witzigerweise steht immer noch da, dass die Festung belagert wird, obwohl wir Belagerung schon gewonnen haben. Sieh mir! Mensch, altes Haus, was machst du denn hier? Er reist zur Festung. Er will uns vielleicht Verstärkung hier reinschicken. Jo, das finde ich gut. Was ist hier los? Jetzt wird über den Eigentümer der Festung abgestimmt. Ich werde nicht mehr vorgeschlagen, dann ernst? Da werde ich jetzt auch keine Punkte für opfern. Nee, sehe ich nicht ein. Warum der? Der war nicht mal dabei. Ich habe das im Alleingang geholt, das Ding. Na gut, ich besitze eine Stadt und er wahrscheinlich noch gar nichts, oder? Ist okay, ja. Uff, schon drei Kinder? Du warst fleißig. Ja. Der Clan hat noch gar nichts besessen. Von daher eine gewisse gerechte Verteilung ist schon vorhanden. Ne? So. Na, dann bin ich ja mal gespannt, ob Valis schon wieder dafür sorgt, dass wir doch wieder vor Waffenstillstandsende einen Krieg haben gegen Britannia. Ich hoffe nicht, denn die Vlandianer sind mir momentan ein bisschen zu stark. Auch wenn wir jetzt hier einen schönen Schlag gelandet haben. Oh, nicht so schnell hier. Wen haben wir denn da? Wolerik? Unsere Leute sind grundsätzlich wieder aufgeheilt. Da hat jemand ein Turnier gewonnen. Ha! Ja, sehr gerne. Könnt natürlich gerne aussteigen. Ich mach das nochmal so rum hier. Weil das sind die High Tiers, das sind die Low Tiers. Bogenschützen hatten wir, glaube ich, mittlerweile genug oder nicht? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Sorry, da muss ich nochmal reingucken. Hier, bei Gruppen war das. 25 Bogenschützen? Ist okay, würde ich sagen. Können wir jetzt erstmal so lassen. Siehste, was könnte ich dir eigentlich noch für eine Rolle geben? Bist du vielleicht bei irgendwas besser als die anderen? Da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich meine, eigentlich spare ich mir noch so ein bisschen auf, vielleicht als zweiten Gouverneur, schrägstrich als zweiten Gruppenbilder, Gruppenanführer. Weil er ist ja wirklich talentiert. Licht in der Familie, also. Ah, mir ist so warm hier. Ah, jetzt hör doch mal auf hier! Mal auf zu warten, so. Haben wir jetzt hier tatsächlich mehr Verteidiger drin? Garnisonsmäßig? Ja, 115 Leute. Lol. Danke sie mir. Ach, er hat sich damit jetzt Einflusspunkte geholt, ne? Er hat nämlich Truppen der Garnison gespendet. Das wird's gewesen sein. Und jetzt rennt er hier eventuell in sein Verderben. Kaum Kavallerie, kaum Fernkampf. 59 Infanterie und davon 28 Rekruten. Oh. Doch, da brauche ich nicht mehr zu helfen.
Machen wir aber trotzdem mal. Dann können wir so ein bisschen Beziehung aufbauen. 94 Gesundheit, ist okay. So, Attacke. Lass noch was übrig. Ah, zum Glück bin ich hergekommen. Da kam nämlich jetzt schon Vatin vorbei. Wieder kämpfe ich im Dunkeln, sag mal, das ist. Ich mache das echt nicht absichtlich, Leute. Ich schwör's euch. Ich mache das wirklich nicht absichtlich. Das ist irgendwie verhext. So, und? Laufen seine einfach wieder los, natürlich. Ja, dann. Ihr folgt mir. Oh, ihr kommt, folgt mir jetzt auch. Jetzt kann ich meine Kavallerie, Schrägstrich, meine Gefährten und Kavallerie auch viel leichter steuern, indem ich einfach nur die Gruppe 3 wähle, die Abteilung 3. So, ich würde sagen, ihr kommt hier hin, macht aber auch gleich noch den Ausgebreiteten. Ihr kommt erstmal da drüben hin, so, irgendwo da so. Meine Infanterie folgt mir ja hoffentlich noch. Obwohl, ich sehe gerade, eigentlich können die schon chargen, wenn sie wollen. Da ist ja nicht mehr viel übrig vom Feind. Hallöchen! Was? Komm schon, gib mir wenigstens noch einen! Danke. Schön daneben hauen. Ey, du da! Kumpel, komm mal bitte. Komm mal bitte. Nee. Ah, jetzt will mir wieder jeder dazwischen reiten, ne? Uah. Ja, man kriegt einen Genauigkeitsmodus, wenn man dabei läuft, ne? Den kann man auch durch diverse Perks, kann man den nahezu negieren. So, da stand jetzt ein weißes Zeichen. Also müsste der verwundet sein und nicht tot sein. Oh, Nulle schön. Die war natürlich eine absolute Übermacht, ne? Aber viel wichtiger ist, ich habe jetzt wieder mich bei Simir beliebter gemacht. Da haben wir jetzt minus 3 gehabt. Eieieiei. Da hatten wir minus 3. Ach, der kannte mich angeblich noch nicht. Warum hat er noch minus 3 gehabt? Jetzt sind wir bloß mal bei minus 1. Alle klar. Müssen wir bloß noch 70 Schlachten schlagen oder so, dann liebt er mich auch. Ach ja, Mensch, ich wollte doch hier den einen wollte ich noch zum Räuber machen. Genau. So, Linienbrecher hatte ich gesagt, mache ich noch nicht, ne? Genau. Waldbanditen geht ja leider noch nicht. Die wollen noch nicht. Wir können hier noch ein paar Leute gefangen nehmen. Hier ist es nicht, aber immerhin. Stimmt, die müsste ich mal verkaufen hier. Und meine Stimme war da mal kurzzeitig weg. Nichts Großartiges dabei gewesen. Ich ziehe mich mal eben wieder raus hier. Ah, schade, er auch. Ich habe gehofft, dass er hier versucht anzugreifen. Ich gehe mal kurz nach Carbense, verkaufe da meine Gefangenen und dann gucke ich mal, wie es in der Festung Kaleos eigentlich aussieht. Sag mal, hast du noch alle oder was? Ui, 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 ui. Alles klar, hier wird sich irgendwo eine Armee aufgelöst haben. Ich reise mit 4,8. Was zieht mich am meisten runter? Die Gefangenen. Ich bringe erst die Gefangenen weg und dann, wenn wir alles wahrscheinlich eine Belagerung abhalten müssen. Würde mich nicht wundern. Ganz zur Not würde ich sogar wieder eine Armee gründen dafür. Wenn ich schon mein Blut vergieße dafür, dass so eine Festung, die ich eigentlich nie haben wollte, sowohl am Anfang der Staffel als auch jetzt, wenn die schon dabei sind, dann kann man sie auch wenigstens verteidigen. So, wenn wir schon mal gerade hier sind, das mache ich mal eben auf die Schnelle. Zack. Na? Zack, so viel ist es jetzt auch nicht. Gleich die Geschirr, dann gucken wir gleich mal hier nach einem weiteren Kriegspferd. Ja, sehr schön. Das sind leider nur Pferde, aber wir brauchen da sowieso noch ein paar. Und wir könnten uns hier noch ein bisschen Maultiere dazu holen, die echt nicht teuer sind. Da würde ich jetzt allein mit den Maultieren auf 120 gehen. Mach 125, wenn es geht noch. Nee, macht er nicht. Doch. Exakt. Bis auf den letzten 125. Weil dann sind unsere Truppen grundsätzlich alle beritten. Wir sind schneller auf der Karte. Und ich kann alle anderen Pferde und Schlachtrösser dafür verwenden, dass die Einheiten ausgebildet werden. Jetzt hoffe ich nur, dass die hier. Doch, die gelten als Typ Pferd. Das finde ich blöd.
Es wäre besser, wenn sie noch einen dritten Typ einführen würden, auf Lastpferd, damit die Maultiere grundsätzlich wirklich nur zum Transport, Schrägstrich, zum Reiten da sind, wenn wir unterwegs sind und nicht in der Schlacht. Also die Maultiere und die Lastpferde von mir aus auch gerne noch. Schade. Na gut. Zahle ich ja wieder 5000 Mann. Ich wollte eigentlich Geld machen und nicht verlieren. Naja, dafür machen wir hier wenigstens minus 12 am Tag. Okay. Na gut. Ist gerade zufällig jemand in der Taverne, den wir haben wollen? Nö. Dann gehen wir die nächsten Jahre. Sieh mir, falsche Richtung. Oh, ich habe was vergessen. Ach, das ist wieder Batanische. Nee, das habe ich auch vergessen, dass das so nicht geht, wie ich es wollte. Ja, hier in den Dörfern kann ich es jetzt vergessen. Wegen Helder. Wie schnell ist denn die? 4,9. What the... Herden! Nein! Ich hab den Herdenmalus! Fuck! Ich hab zu viele Tiere! Das ist nicht dein Ernst, ne? Da würde mich echt mal interessieren, wie sich das bemisst, wo man das erkennen kann, ab wann es zu viel ist. Habe ich jetzt zu viele Maultiere oder wie oder was? Boah, ey! Moment! Also brauche ich keine kleinen Truppen jagen. So, jetzt steht hier noch Herde. Wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 wieder rausgebe, ist Herde minus 0,19 nur noch. Okay. Alte Lastpferde können raus. Haben wir irgendwas Lahmes oder anderes Altes? Nee, haben wir nicht. Ja, wie viel sie tragen, steht ja auch eigentlich nicht hier, wa? Ja, komm, dann gebe ich jetzt hier noch die Lastpferde wieder zurück. So. Ich bin mal gespannt, ob und wann das kommt, dass die vielleicht noch Verpflegung fressen unterwegs. So, jetzt ist der Herdenmalus raus. Alles klar. 5,6, damit kann ich leben. Ich kriege wieder ein kleines bisschen Geld zurück. War natürlich ein ordentliches Verlustgeschäft, kann man ja anders sagen. So. Da ist er wieder. Jetzt willst du es wissen? Na komm. Nicht? Dann du vielleicht. Obwohl sie ja eigentlich gerade Vlandia angreifen, ne? Batania angreifen. Ich helfe jetzt Lindorn als Dorf und er hier? Vierrad, schade. Warte mal, geh mal raus. Lass mal laufen. So. Mal ein bisschen bei den ehemaligen Feinden Freunde machen, ne? Ich werde vorsichtshalber wieder speichern, nicht, dass doch wieder unten Müll passiert, den wir nicht haben wollen. So. Hat so viele Safe Games mittlerweile. Und, etwas und jemand ist hier aufgelevelt. Ich selber bei Führung, jawohl. Zusätzliche 8 Moral zu Beginn des Kampfes, wenn du verteidigst. Und als Gruppenleiter verdoppelt die Rate der Rekrutierung für Stufe 4, 5 und 6 Gefangene. Das Thema hatten wir schon mal. Zusätzlich 4 Moral für zu Beginn des Kampfes. Wenn du angreifst, verdoppelt die Rate der Rekrutierung. Ja. Dass wir wenigstens einen Weichenkern aufbauen. Außerdem, genau, ich habe hier noch einen Fokuspunkt zur Verfügung. Ich bin letzte Folge oder vorletzte Folge aufgestiegen und habe danach gar nicht mehr geguckt, wo ich jetzt meinen Fokus drauflegen möchte. Eigentlich bräuchte ich sowohl jetzt auch hier langsam mal. Das benutze ich ja am häufigsten. Oh, ah nee, Quatsch, nee, alles gut. Taktik, Führung haben wir noch ein bisschen Vorsprung. Charisma, Verwalter, Medizin brauche ich eigentlich nicht. Ja komm, dann gehen wir jetzt hier ein drauf, da ist mich bald der nächste wieder erreicht. Der nächste Fertigkeitspunkt, 95 wäre es dann bei 100. Können wir den nächsten draufgeben. Gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. So, dann jetzt hier nochmal. Hilf Lindorn. Damit ist nämlich der hier mit drin und ich kann mich hoffentlich bei ihm noch ein bisschen einschleimen. Gegen Sylvins. Was hatten die dabei? Arborschüsse einige. So, 30 Stück Pima Daumen grob überschlagen. Bisschen Kavallerie ist mit dabei. Wie viel? 11 Stück. Fernkampf. Oh, Fernkampf ist doch ein bisschen mehr, wie ich gerade sehe. Es sind so fast 50 Stück sogar. Ey. Aber dafür Infanterie fast gar nichts. Okay. Dann Angriff. Da können wir sogar an den Autocharge gehen. Ich würde bloß meine Kavallerie noch zurückhalten wollen.
Ja, er chargt auch, okay. Dann, ihr charge, ihr folgt mir, wir laufen los. Wollte schon sagen, ihr solltet mir doch folgen. Lumli, lumli, lum. Können wir mal luschern? Da hinten stehen sie. Wisst ihr was? Ich mach erstmal doch den hier. Achso, seht ihr gar nicht, ne? Ich mach erstmal den, dass meine Infanterie mir auch folgen soll, erstmal. So, Kavallerie stellt sich jetzt erstmal hier hin, weil wir haben bloß noch 100 Meter vor uns. Ich will nicht, dass die beschossen werden. Alles klar, da sind sie ja schon. Gut, dann, würde ich mal sagen, ihr dahin, macht aber noch einen Schildwall rein. Und ich bin mal ein bisschen frech. Jawohl. Oh, das war was für ein Pferd. Kriegen wir noch hin. Wir kriegen es doch hin. Zumindest bei irgendjemandem. Okay, bei ihm aber nicht mehr. Na gut, dann skillen wir mal hier. So. Wenn noch was übrig ist, dann skillen wir. Mach mit den Schlag von oben, wenn ich schon vorwärts drücke. Oh, wenigstens einen getötet. Vielleicht reicht das sogar schon für den Fertigkeitspunkt, wer weiß. Deine Beziehung zu Udris ist jetzt auf 7 gestiegen. Das war schon ordentlich. Was? Come on! Sag mal! Geht doch! Und wieder einen Baum treffen? Ja, natürlich einen Baum getroffen. Vorsicht! Mal gucken, vielleicht habe ich noch einen Glückstreffer dabei, der nochmal einen ordentlichen Skillpunkt nach oben treibt. Oh, nee. Gut, lassen wir das. 4 Tote insgesamt, aber nicht bei mir, oder? Oh, ja, stimmt, war wieder Dorfverteidigung, ne? Bringt da ein bisschen mehr rum als normalerweise. Ja, bei mir gar keine Verluste, sehr schön. Und 5 aufgestiegene. Ja, cool, sehr schön. Sogar ein Bartanischer Held ist aber aufgestiegen, sehr schön. Und hier haben wir nochmal einen Bonus gekriegt, denn wir haben in der Schlacht geholfen und bei der Verteidigung des Dorfes geholfen, die das wiederum sein Dorf wohl war. Silvent ist bei 0, du kannst abhauen. Plus 5. Ihr seht schon, ich mache mir langsam Freunde. Und das mache ich auch nicht ohne Grund. Denn irgendwann kommen wir ja auch endlich mal an den Punkt, dass wir selbst ein Königreich führen und dann werden wir Vasallen brauchen. Und bevor sie alle sagen, nee, der verprügelt einen immer nur und zu dem gehe ich nicht, weil der tut immer weh, dachte ich mir, es wird langsam mal Zeit, ne? Ach Mensch, jetzt klicke ich hier nochmal drauf, ich bin auch wieder ein Held, ey. So. So. Man lässt sich doch langsam blicken, die Truppe, 22 Gefangene, kommt mal ran hier auf den Meter, da brauche ich nicht nachzurekrutieren, das bringt nicht viel. Das sind, wie gesagt, nur Milizen. Die würde ich höchstens nehmen. Scheiße, daran hätte ich vorher denken können. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ach. Hätte ich gleich nehmen können oder in die Garnison stecken können, ich Depp. Habe ich vergessen. Zumal ich hätte dadurch wiederum, weil ich die jetzt in den Wernst abgestellt hätte, hätte ich dadurch wiederum gleichzeitig Einflusspunkte mir geben lassen können. Und was sehe ich denn hier? Ein 27er Helm? Noch nicht mal rostig oder so? Ach doch, zerbrochen. Okay. Aber immerhin. Höhere Rüstungsstufe. Höhere Kopfrüstung. Leider auch was schwerer. Gut, die Nase ist ein bisschen eingequetscht, aber geht noch. Wir kriegen wir noch hin. So. Da ist noch eine Kuh dabei. Das geht mittlerweile, geht's nicht. Kann ich die vielleicht in seinem Lager schlachten? Nee. Den einen Tag ging das noch. Ich hab's ganz genau gesehen. So, du hast schon 22... Was hat den Eintrag das eine Kommentar bedeutet? Dass die Begleiter stellenweise schon bessere Rüstung haben als ich? Aber ich bin ganz ehrlich, erstens, das habe ich glaube ich auch geantwortet, vom Geld her hat es bisher nie erreicht bei mir. Und zweitens, ganz ehrlich, ich krieg's nicht hin, mir alle Werte von allen Rüstungsteilen, von all meinen Begleitern auswendig im Kopf zu behalten. Man muss so ein Pi mal Daumen wert, wenn überhaupt. Also. Zack.
Was haben wir hier jetzt noch? Schild und Bolzen. Bolzen ist schon mal gut. Schild ist nicht ganz so wichtig. Ach, wieder Pavises Schild. Fand ich nicht so passend bei ihm. Du hast genau dasselbe Ding. Du bist auch derjenige, der die Bolzen braucht. Und du hast schon bessere Schrägstrich die gleichen. Du, Pavise? Nö, oh nicht. Du vielleicht. Ach, das sind bei ihm? Halt ich nicht, ne? Mit einer Axt und Pferd? Nee, halt ich nicht, ne? Nee. Er hat schon ein Schild. Reicht. So. Und hier, normale Schwerter. Alles klar. Zack. Dann noch schnell, bevor wir wieder bremst werden, nochmal hier reingeguckt. Gefangene Moral, unorganisiert, das ist gleich alles wieder weg. Hier ist noch keine Bremse hier drin, außer die normalen nach dem Kampf. Ich werde trotzdem mal die Kuh schlachten. So, haben wir wieder ein bisschen Fleisch dazu bekommen. Zwei Häute, die wir verkaufen können, passt. So, gucken wir mal, wo wir noch ein bisschen Unfug anstellen können. Das nächste Mal, wenn ich ein bisschen Platz in der Truppe habe, werde ich mal versuchen, dran zu denken, Milizen mitzunehmen. Damit ich die dann einfach, mir nichts, dir nichts, irgendwo in eine Garnison reinschmeiße. Witzigerweise wird die Festung immer noch belagert. Ja, Martin, du bist doch vorhin schon abgehauen. Jetzt komm mal ran hier auf den Meter. Oh, come on. Ach, bist du langsam. Da war noch Romund dabei, der hätte mir gerade das Genick brechen können, wenn er dazu gestoßen wäre. Ist er aber nicht. Ich würde sagen, ergib dich oder stirb. Magst du mich zufällig? Plus 5. Bist du zufällig der Clan-Chef? Ja. Ich würde gerne mal was mit dir besprechen. Was genau wollen Sie damit sagen? Mein Lehnsherr Ragnvard würde Ihre Unterstützung begrüßen. Schließen Sie sich schon an. Fuck! Hätte ich mal vorher gespeichert! Fuck! Es gibt tatsächlich ein Gespräch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch gut genug kenne, um so etwas zu diskutieren. Jetzt habe ich nur eine Auswahlmöglichkeit, Charisma und Berechnungen. Und deswegen, liebe Leute, deswegen habe ich am Anfang der Kampagne, in der ersten am Anfang der Staffel, die erste Kampagne hat Sturgia, so doll auf Charisma geskillt. Weil ich das schon wusste, bin ich ganz ehrlich, habe ich mich gespoilert. Oh Gott, ich muss jetzt hier 4 Sachen schaffen. Oder halt einen kritischen, ne? Gut, immerhin gab ja auch bloß diese eine Auswahlmöglichkeit. Ich verstehe. Ich habe derzeit einen Eid geschworen, aber seine Missachtung des einfachen Volkes des Reiches lässt mich zögern. Wenn er jemals gegen seinen Eid euch gegenüber verstoßen hat, entbindet das euch von eurer Pflicht. Ihr wisst ja wohl, dass Eide in der Politik leichter schaffen und dem so. Nee, ich gehe mal lieber hier drauf. Das klingt irgendwie sinnvoller. War schon mal ein Erfolg. So. Ich habe immer zu Dertat gestanden. Ob Dertat mir beigestanden hat oder nicht, ist eine andere Frage. Wir waren in vielen Kriegen zusammen, darunter viele gegen eure Leute, den Sturgier. Sollte ich hinzufügen, er ist selber schuld, wenn ihr mir ständig einen Krieg erklärt, er uns. Ragnvard steht für das ein, woran sie glauben. Während Dertat dies nicht tut, das wäre eine Behauptung, die jetzt erstmal irgendwo unbegründet ist, würde ich sagen. Hat Dertat euch wirklich für euren Dienst belohnt, wie ihr es verdient? Oh, da können wir ihn. Wie ist er denn so drauf? Er ist nicht großzügig, er ist nicht ehrvoll und er ist nicht tapfer. Stellt eure Interessen und das Wohl des Reiches an die erste Stelle. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Unwirksam. Jetzt habe ich, glaube ich, noch eine Chance, oder? Ja, und ich glaube, jetzt muss ich auch einen kritischen Erfolg haben, aber ich habe hier nur so eine kritische Erfolgschance. Lad. Sie sind etwas in der Überzahl. Selbst wenn ich Ihnen zustimme, wäre es klug von mir zu warten. Der Feind? Ich habe eine Strategie zu gewinnen. Also um zu gewinnen. Und meine Strategie funktionieren immer irgendwann. Das passt so gut auf mich, das muss ich eigentlich nehmen, ne? Ragnvard wird denen dankbar sein, die ihn unterstützt haben, bevor sein Sieg gesichert wurde. Nicht so sehr, nachdem er gesichert wurde. Also ein bisschen. Er ist ja nicht ganz so tapfer, ne? Vielleicht hat er einfach Angst, am Ende ohne irgendwas dazustehen oder gejagt zu werden. Und das wiederum, glaube ich, würde schiefgehen. Ich nehme jetzt mal das hier. Nein!
Fuck. Okay. Aber wenigstens wissen wir jetzt schon, bei einer plus 5 würde es schon funktionieren. Jetzt will ich mir aber nochmal angucken, bist du Festung Hongard? Also okay, er hat eigentlich ein Lehen. Aber er scheint nicht so der Best Friend von Derthat zu sein, ne? Steht Derthat vielleicht unter den Feinden hier? Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Schade. Aber das wäre vielleicht auch noch ein schöner Indikator gewesen. Es gibt einige Vlandianer, mit denen er verfeindet ist. Aber eben nur diese drei hier, ne? Hm. Ja gut. Damit ist das Gespräch zu Ende, ne? Ich werde meine... Ja, nicht verraten. Alles klar. Gut, dann musst du halt dir blaues Auge holen. Tut mir leid. Ja, ich weiß, lieber Timer. Aber da ich mich ja heute auch wieder ein bisschen feiern lassen hier, beziehungsweise mir Zeit gelassen habe. Aber weiß den. Gibt es eine kleine Überlänge heute. Machen wir eine schöne Schlacht. Oh, mit einer sehr schönen Position. Kann man nicht meckern. Ich könnte schon mal gleich den reinnehmen. Da macht ihr noch den und kommt hier hin. Moment, seid ihr... Ah, ihr seid grundsätzlich auf dem Hügel oben. Kommen sie auf mich zu diesmal? Ja, sie machen nicht mehr stillgestanden Männchen. Oder steh auf Männchen, wie auch immer. Wenn die von da drüben kommen, dann könnten wir doch eigentlich die Infanterie hier so hin bewegen und die Schützen ein kleines bisschen nach vorne. Nicht wegen der Reichweite, sondern wegen dem Schusswinkel. Und die Kavallerie geht erstmal ein Stückchen nach hinten. Oh, falsch gedrückt. So. So. Man muss ja auch mal ein bisschen korrigieren dürfen. Der kleine Generalmonk, oder doch Generalmonk, so rum, der darf ja auch mal befriedigt werden, ne? So. Muss geschehen, ich habe gar nicht geguckt, wie viel Beschuss er eigentlich hat. Oh, war ein Schild, schade. War schon besser. Ja, genau den Typen da, genau den. Wenn er schon der Meinung ist, dass er sich mir nicht anschließen muss. Boah. Daneben. Sackgesicht, Sackgesicht, hallo, ich bin hier, hallo. Na gut. Ich glaube, das war der Anführer, auf den ich da erst geschossen habe, ne? Wie, laufen die schon weg? Sieht so aus, oder? Hallöchen, guten Tag. Ich hoffe, es hat wehgetan. Ich kenne einen guten Zahnarzt, falls sie brauchen. Na gut, dann machen wir den und den. Wo rennt ihr hin, Männer? Boah, ist nicht euer Ernst. Folgt mir. Herrschaftszeiten. Oh, ich hoffe, es war meiner. Wie sie erstmal schön an mir vorbeigerannt sind. Aua! Haust du mir wirklich deine zwei Hände hier ins Gesicht? Soll ich mal zurückhauen? Ne? Ey, meine Axt ist einfach zu kurz. Aber mittlerweile macht sie schon guten Charme, muss ich sagen. Sie schnetzelt sich so ein bisschen durch die Reihen durch. So, Schild hoch, Robin, bevor du wieder erschossen wirst. Oh, schießen wir noch ein bisschen zurück. Vorausgesetzt, wir treffen was. Ja, so natürlich nicht, wenn er den Pfeil zu früh loslässt. Sehr schön. Ah. Nein! Ich würde ihn auch in dem Moment erschlagen, ey. Ah, verdammt. Zu weit. Ich dachte, der zieht noch ein bisschen nach links rüber. Naja. Darf ich mittlerweile? Nee. Jetzt steht die Reitfertigkeit nicht hoch genug, sonst stand das nicht da. Immerhin wurde das schon mal gefixt. Wie, lebt er noch was? Tatsache. Aber ich glaube eher auf der Flucht, ne? Ja, welches wüsste, welcher von denen welcher ist. Ah, der hintere, aber an den komme ich eh nicht ran. Oder? Ja, hier. Ich würde so lachen, wenn es der Chef ist und ich treffe ihn jetzt. Last hit. Keine Ahnung, wo mein Pfeil ist. Ja, war zu weit links. Oh, da war ich noch einen verloren. Komm schon. Oh, der ist schon gar nicht mehr da. Okay, komm, lass mal das jetzt. Nicht? Ach, das ist wirklich noch der Anführer. Oder? Nee, Vartin ist schon verwundet. Wer ist es denn jetzt noch? Hm.
Erstaunlich, dass deren Moral nicht zusammengebrochen ist. Aber eigentlich, wenn sie flüchten, ist doch vorbei, ne? Es war doch ein Ritter. Okay. Na gut, da kam hier vorhin sind die Moralwerte sehr hoch. War nochmal ein bisschen Einfluss dazu geholt, sehr schön. Ruhm ist sowieso immer gut. Jo, Martin, beim nächsten Mal überlegst du es dir vielleicht nochmal, wenn es für dich ein nächstes Mal geben sollte. Ich würde sagen, kannst du abhauen. Aber wieder ein bisschen Charisma-Skillt. Beim nächsten Mal schaffe ich es vielleicht auch besser. Und wir haben wieder schön geskillt. Ich habe gar nicht geguckt, welche Verluste ich hatte, verdammt. Ich glaube, 5 Leute waren das jetzt zu Pi mal Daumen. Weiß mal grundsätzlich den. Haben wir ein paar zu viele? Wir haben doch bestimmt irgendwo Rekruten stehen, wa? Die wir eh nicht brauchen. Hier, Plünderer, Wächter mit. Einer muss noch raus. Hier, so. Der Fian möchte zum Batanischen Fian Champion gemacht werden. Das ist sehr schön, dass mich jetzt unser erster überhaupt. So, so, so. Irgendwie ist das alles hier unten ein bisschen durcheinander geraten schon wieder. Achso, nee, ich habe das irgendwie nach nur nach Stufe sortiert gehabt. So rum war das, glaube ich, ne? So. Ja, die darf ich immer noch nicht. Das ist sehr, sehr schade. So, und du möchtest zum Vajak-Veteran gemacht werden. Kannst du gerne sein. Geh aber bitte wieder zurück in den Schildwall. So. Hier machen wir einmal so und einmal so. Na, führt sich langsam wieder auf die Reihe. Zack. Zack. Ich mache mal zum Räuber. Schildinfanterie und 3 Kavalleristen mehr. Sehr schön. Ja, passt. Okay, wir gucken nur mal grob durch. Nö. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Hüpfen wir gleich rüber in die nächste Folge. Ich werde jetzt hier erstmal gucken für unseren Bruder, dass wir da auch noch ein bisschen was bekommen vielleicht. Ansonsten gucke ich, dass wir vielleicht erstmal irgendwo in der Nähe von der Stadt kommen, wieder Gefangene verkaufen, wieder ein bisschen Sturgeier rekrutieren und dann gucken wir einfach mal weiter, ne? Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!